Herzlich willkommen zu Le Mirage. So, wir sind 6 Stunden 40 into it. Was? Warum verliere ich meinen aktuellen Fortschritt, wenn ich das Spiel lade, Alter? Ach so. Ich hab schon geladen. Vom Hauptmenü. Hey. Wir wollten dieses Buch holen. Haben wir hier fertig? Okay, aber wir haben nur einen Punkt, mit dem konnten wir nichts machen. Das Buch ist irgendwo 10 Meter. Oh je. Here we go again. Egal, Rätsel. Fertigkeitspunkte. So, ihn haben wir schon. Dann ist jetzt Enkidu dran. Okay. Die Frage, ob wir das Buch auch gleich abgeben, wenn wir eh schon hier sind, ehrlich gesagt. I guess, oder? Das wollten wir noch nicht machen, genau. Lass deinen Blick schweifen. Da hinten, aber das ist ja alles unnormal weit weg, Digga. Hier. Beide das Grab, okay. Ja, komm. Wir geben mal das Buch ab. Und dann gucken wir. Ich glaube, wir wollten ja raus auf dieses Feld oder so. Warum hat mich das so viel gehindert? Hä? Das hat uns irgendwie unser ganzes Leben zurückgegeben. War das nicht sonst immer weniger? Also ich glaube, wenn wir heute wirklich 6-7 Stunden durchballern, mit Sicherheit hat dies niemand sonst in der Stadt gesehen. Dann gewöhne ich mich auch an die Tastenbelegung. Bin ich hier? 3 von 6. Okay. Also gibt's nur noch 3. Okay. So. Und wir wollten jetzt... Irgendwas war doch hier oben. Genau, hier ist das Grab. Da könnten wir mal hin, diesen Punkt hier. Wobei mir das auch nicht viel bringt. Die bringen uns ja nichts, außer dass da halt dann Name steht, aber. Ach, genau, hier wollten wir hin. Mit Ali. Weil die Aufträge halt alle noch so unnormal weit weg waren. Weit, Digga. Ich bedarf deiner Augen, Sadiki.
μηχανικό πλεονέκτημα θα μπορούσε να διπλασιαστεί μέσω επιμήκυνσης του μοχλού κατά αυτόν τον τρόπο. Ο ίδιος θα φτιάξει ήταν που έλεγε «Δώσ' μου πάστο». Wo kommen wir hier raus? Kommen wir überhaupt hier irgendwo raus? Stimmt, wir sind, können wir hier runterspringen mit dem Viech oder? Ah, okay. 500 Meter. Yalla, yalla! Es wirkt immer alles so unnormal weit weg auf der Map. Und dann bist du aber in 30 Sekunden irgendwie da. Aussichtspunkt. Ali. Irgendwas Heftiges. Nicht so aus. Historische Stätte. Wir fangen mal mit dem Aussichtspunkt an. Ich glaube, den muss ich mir auch nicht markieren. Ich glaube, den finden wir. Hier muss ich richtig sein. Nun denn, wo ist Ali? Leute, heute ist Gönnergy. Gönnergy, wobei. Wenn ich das jetzt trinke. Alter Junge, warum ist es so laut? Wenn ich das jetzt trinke, dann kriege ich, glaube ich, richtig Stress. Weil Frau das natürlich mit mir gemeinsam testen wollte, weil das Zeug hier so fucking selten ist. Das heißt, bevor ich umgebracht werde, weil ich das jetzt alleine trinke, hol ich mir, glaube ich, kurz ein grünes Red Bull und trink das von anders. Bin gleich wieder da. So. Und wie machen wir das jetzt am besten? Haben wir jetzt schon synchronisiert? Ja, okay. Durch alle Ehre, wem sie gebührt. Dieser Mann war es, der mir in meiner dunkelsten Stunde half. Und wie ich gehört habe, bin ich nicht der Einzige. Ich werde dich umfassend in der Chronik unserer Abenteuer loben. Doch zuerst müssen wir ihr Ende schreiben. Komm. Wie ich sehe, kennt ihr euch schon. Nur flüchtig. Doch die Nacht ist jung und es gibt viel zu besprechen. Nämlich, was ihr mir beschaffen könnt. Unsere Mittel sind begrenzt. Aber sei versichert, dass ich mir anhören werde, was du brauchst. Später. Teile dein Wissen über El-Khul mit uns, dann kann Basim seine Arbeit tun. Ja, 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 eure Angelegenheiten vor den meinen. Findet ihr meinen aber neuen Look, Alter? Dieses Mal. Kopfhörer und Erhur schickt den Gefängniswärtern Anweisungen, wo in Bagdads Umgebung gegraben werden soll. Aber er setzt nicht nur Gefangene ein. Hier ist ein Schuldbrief für Arbeiter. Sieht so aus, als hätte El-Rul vor, auch Wanderarbeiter zu kaufen.
Wer könnte solch ein Vorhaben in Bagdad möglich machen, ohne Verdacht zu erregen? Da gibt es nur einen Mann, Mes'ud al-Jakub. Ihm gehören Bagdads Seifenmühlen. Er gibt fremdländischen Siedlern bezahlte Arbeit. Die meisten davon sind Perser. Also zwingt er diese Arbeiter dazu, für ihn zu graben? Und all das unter dem Vorwand, ihren Lebensunterhalt zu sichern. Bashi! Er spürte eine der Grabungen von El-Ghul auf, gab sich als Gefangener aus. Was ist geschehen? Die Suche war erfolglos. Trotzdem haben die Wachen versucht, uns zum Schweigen zu bringen. Ich spaltete einen Schädel und floh. Die anderen hatten wohl kaum so viel Glück. Ein närrisches Unterfangen, das nichts eingebracht hat. Nichts. El-Ghul wird in der Karawanserei sein. Ich hörte die Wachen davon sprechen. Natürlich. Händler aus allen Himmelsrichtungen machen dort Rast. Wenn Mes'ud Wanderarbeiter kauft, wickelt er seine Geschäfte vermutlich in der Karawanserei ab. Wie sieht er aus? Er ist ein gewichtiger Mann. Er schmückt sich gern mit Juwelen und Seide aus dem Osten. Dann wird er schwer zu übersehen sein. Es ist Zeit, Basim. Wie lautet der Plan? Das wird Basim zu entscheiden haben. Basim? Allein? Nein, ich hole einige Männer und... Und veranstaltest ein sinnloses Spektakel? Du wirst dich noch früh genug beweisen können, doch dieser Tag gehört Basim. Sieh es als Teil unserer Abmachung. Basim? Wir sind ready as fuck, oder? Ich bin bereit. Dann komm mit mir. Komm, Basim. Ein Ordensmitglied ist zum Greifen nah, Basim. Und wie bei jenen zuvor und auch bei den künftigen, wird der Tod El-Ghuls gerecht sein. Wer kennt's nicht? Der die Verzweifelten und Entrechteten ausnutzt. Und diese Gräueltaten werden weitergehen. Berühmten El-Ghul ist nur ein Rädchen in einem größeren Getriebe der Zerstörung. Solange dieses sich dreht, ist es das erklärte Ziel der Verborgenen, es zum Stillstand zu bringen. Heute wirst du deine Hand, deine Klinge, in den Dienst dieses Ziels stellen. El-Ghul mag dein erstes Ziel sein, aber nicht dein letztes. Daran glaube ich fest. Und an dich. Sei dir gewiss, dass du mich trotz meines Gleichmuts und meiner harten Lektionen beeindruckt hast. Die Präsenz des Ordens in Bagdad und darüber hinaus ist auf Treibsand gebaut, solange du die Spitze unseres Speeres bist. Ich habe vor, genau das zu bleiben. Deiner Führung verbunden, Meisterin. Die berühmten Assassin's Creed auf mir hinterher Mission. I love it. Da ist mir bei Cyberpunk aufgefallen. Bei Cyberpunk hattest du immer die Option, dich mit dem Typ irgendwo hin zu teleportieren. Nach dem Motto, wenn du gefragt wurdest, sollen wir gleich gehen oder kommst du nach? Hast du gesagt, wir gehen gleich und dann wurdest du sozusagen dahin teleportiert. Oder du hast gesagt, ich komme nach und dann konntest du allein dahin laufen. Fand ich schon geiler, muss ich sagen. Händler, Vieh, Karawanen von überall her. Und ich dachte, El-Anbars Märkte seien verworren. Wo Verwirrung herrscht, gibt es Chaos. Und Chaos kann Gelegenheiten bieten. Sieh, welche Möglichkeiten sich auftun. Sei bereit, aber geduldig. Und vertraue deinem Gefühl. Bei Valhalla wären wir da jetzt einfach reingerannt und alle abgeschlachtet. Genau wie von Ali beschrieben. Ich sehe ihn. Nun geh.
Benetze sie mit dem Blut des Gefällten. Ich komme zu dir, wenn es getan ist. Du wähnst deine Grausamkeiten gut versteckt, El-Ghul. Weil du die Unbedeutenden wählst, deren Schreie, wie du weißt, ungehört bleiben. Auf deinen Wink gruben sie, durch deine Hand starben sie und wurden wie Abfall weggeworfen. Und nur, um in der Wüste ein Artefakt zu suchen. Noch jetzt feilst du in der Sicherheit der Karawanserei um Fleisch. Deine Opfer sind meist in Ketten und ausgehungert. Es wird Zeit, dich einem freien Mann zu stellen. Eliminiere Al-Ghul. Al-Ghul, der sich als Masud al-Yakub herausgestellt hat, ist ein Mitglied des Ordens, was sich an den Verzweifelten und Machtlosen bereichert und sie dazu zwingt, aus unbekannten Gründen in der Wüste zu graben. Dies gelingt ihm unter anderem dadurch, dass er als bekannter Besitzer einer Seifenmühle, wir denken an die Schatzkarte, die wir noch haben, bei irgendeiner Seifen, was auch immer, in aller Stille Wanderarbeiter anwerben kann, die sich ihren Lebensunterhalt davon versprechen. Diese Geschäfte wickelt er in der Karawanserei ab. Suche nach Ablenkungsmöglichkeiten, um Al-Ghul herauszulocken. Komm, die Bühne gehört dir. Verschaffen wir uns einen Überblick. Meine Rüstung. Okay, da sind wieder Luken. Ich glaube, Haupteingang fände ich ein bisschen wack. Von dem her. Okay, da kommen wir nicht hoch. Und da springen, sieht auch ein bisschen weit aus, oder? Da geht es. Das heißt, wir müssen erstmal rein und dann können wir hier diese andere Lupe da. Was dauert so lange? Ich weiß es nicht genau. Ein paar. Was verzögert deine Abreise, Sadiq? Jemand namens Mesut hielt es für nötig, meine Waren zu begutachten. Also warte ich nun. Was glaubt er, wer er ist? Was hast du denn dabei? Ich frage nur, damit ich es für dich holen kann. Das würdest du tun? Es wäre mir ein großes Vergnügen, diesen Mann zu verärgern. Es geht um eine Kiste mit Seide und Gewürzen. Bereite dein Kamel vor. Ich sehe, was ich tun kann. Ich weiß, wenn ich nicht diesen genau. Händler ein zum paar Gehen Waffen kamen kann, und befallen uns allen sein zu plötzlicher warten. Aufbruch, wenn das so weitergeht, sind wir morgen Abend noch hier. Ja, okay. Aber das ist ja beschlagnahmte Gegenstand. Was siehst du, Sadiq? Der beschlagnahmte Gegenstand ist mitten in dieser Festung. Das heißt, ich muss jetzt hier sowieso einbrechen, um den beschlagnahmten Gegenstand zu holen. Dann bringe ich ihm den wieder raus und dann, was habe ich dann davon? Eine Kiste mit Seide und Gewürzen. So viele davon kann es hier nicht geben. Ja gut, aber... Wie? So, hier komme ich nicht rein. Hier kommt keiner vorbei. Ja, chill doch, Alter.
Hier kommen wir aber auch nicht rein. Die werden mich halt hart sehen, oder? Wenn ich jetzt... Mit vorn mit dir. Weißt du, es war nicht Sajert, der den Angriff auf die Aufständischen anführte. Ich war es. Der war damit beschäftigt. So. Ja. So, wir müssen den erst rauslocken, der ist gerade gar nicht da. Weil ich dachte mir, wenn wir jetzt eh schon hier sind, dann warum soll ich dann wieder raus und ihm die Kiste bringen? Aber... Wo war denn die Kiste? Die kommen nicht hier raus, oder? Los, Enkidu. So, da unten ist die Kiste. Aber durch die Tür kommen wir nicht. Ja. Also hier, wo wir gerade waren, müssen wir raus und sofort wieder links. Wenn wir Glück haben, kommen wir dann hier zu der Kiste. Heißt, ich glaube, wir machen das einfach nochmal genau so wie gerade eben. Die Stimme ist echomäßig. Mein Mikrofon falsch rum. Ich dachte, es geht von beiden Seiten. So besser? Echt jetzt so ist besser? Dann gibt's bei meinem Mikro, ich dachte, ich kann von beiden Seiten reinsprechen. Aber eine Seite leuchtet, dann ist das wohl die, in die ich reden muss. Das wusste ich nicht. Gut, wieder was gelernt. So. Bleib stehen und kämpfe!
Was ist denn mit ihm? Du da? Wer? Allah, gib mir Kraft! Okay, also wenn tatsächlich nicht 25 Leute auf einmal kommen, sondern die schön einer nach dem anderen, dann können wir tatsächlich auch gut gegen mehrere kämpfen. Das funktioniert besser wie gedacht. So, was haben wir hier? Einmal Materialien. Was haben wir hier? Die Kiste müssen wir irgendwie rausschaffen. Ein kräftiger Geruch. Das muss die Kiste des Karawanenhändlers sein. So, wie kommen wir jetzt aber... Können wir mit der Kiste springen, frag ich mich. Kann ich mit der Kiste hier runterspringen? Nein, scheiße. Ah. Cool. Bin jetzt echt gespannt, was passiert, wenn der Karawanenhändler weg ist. Ich habe es irgendwie vorher nicht mitbekommen. Ich kann mir keinen sinnvollen Nutzen vorstellen. Aber wir schauen einfach mal. So, den hier nehmen wir auch kurz mit. Ist es das, was ich denke? Ist das deine Kiste? Ja, tatsächlich. Die Wachen haben sie dir gegeben? So könnte man sagen. Sehr gut, sehr gut. Ich muss dich entlohnen. Du siehst aus wie ein Mann, der gerne isst. Wie wäre es mit ein paar Gewürzen? Oder was hat er gerade gesagt? Hat er uns fett genannt? Aber ich möchte dich bitten, lauthals deine Abreise zu verkünden, sodass Mas'ud es bemerkt. Ha, wir sind Brüder im Geiste. Ich danke dir, Sadiki. Sadiki. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Da stand Folge dem Karawan vor. Oh mein Gott, Alter. Alter, er hat uns einfach ermordet. Tschüss. Da stand Folge dem Karawanenvorsteher. Und dann bin ich ihm hinterhergelaufen. Auf einmal greifen mich 475 Leute an. Ich muss hier untertauchen. Nein. Bleib bei denen. Jetzt. Du bist da irgendwo, oder? Ich bin nicht da. Eine merkwürdige Sache.
Möglicherweise gereicht mir das zum Vorteil. Das wird der Kuh nicht verborgen. Komm raus und sieh zu. Damit ich dieses Wunder mit eigenen Augen bestaunen kann. Wollt ihr welche von diesen Schönheiten? Was geht da draußen vor? Wie steht es um jeden? Hi, nicht wahr? So, und ihn müssen wir jetzt umbringen. Die Frage ist, komme ich jetzt hier weg, ohne dass mich gleich 45 Wachen sehen? Okay, schlecht. So. Was, wenn wir hier reingehen? Hier hoch? Er darf uns nicht sehen. Nice. Alter, chill. Alter, hätten wir nicht einfach abstechen können. Das fand ich jetzt ein bisschen sehr brutal, Digga. Alter. Wende deinen Hass nach innen, Mas'ud. Deine Bosheit war es, die dich hierher führte. Bosheit? Wem gegenüber? Den Unerleuchteten? Den Schwächlingen, die ihr Los selbst wählten? Es ist unser göttlicher Wille, über sie zu herrschen. Unsere Pflicht, ihren Beitrag einzufordern. Ihren Beitrag wozu? Zu dem, was sein könnte. Das Wissen darüber ist unter diesem Sand hier vergraben. Manches sollte auch dort bleiben. Nein. Das sind Gaben. Dazu bestimmt, geborgen zu werden. Sie sprechen zu uns, wie du sehr wohl weißt. Was? Oh ja. Du magst ein Verborgener sein. Aber nicht nur. Sondern? Was sind wir noch? Mörder, ja. Dieb, Einbrecher, Mörder. Was kommt als nächstes? Oh shit. Wenn du dich nicht in einem Kampf befindest, kannst du mit R die Attentäterkonzentration auslösen, um eine perfekte Attentatssequenz auszuführen. Während die Attentäterkonzentration aktiv ist, kannst du mit RB wählen, welche Gegner du angreifen willst und deine Wahl mit A bestätigen. Führt die Attentatssequenz dann automatisch aus. Okay. Wow. What the fuck? Wir sind fucking The Flash, Alter. Basim. Das war Dinger hier. Wir haben Ultra Instinct gemacht.
Die hartnäckige Suche El'Huls auf Kosten menschlichen Lebens ist beendet. Dies ist ein Tag des Sieges, nicht nur für jene, denen seine Grausamkeit erspart bleibt, sondern auch für die Verborgenen. Der große Plan des Ordens in Bagdad mag weiterhin ein Rätsel sein, aber zumindest sind wir nun sicher, dass die Rolle El'Huls entfällt. Ich glaube, was er bergen wollte, waren mehr seltsame Objekte wie jenes, das ich aus dem Winterpalast geholt habe. Was will der Orden mit diesen Relikten der Vergangenheit? Und warum werden sie so streng bewacht? Du beginnst, die richtigen Fragen zu stellen, Basim. Wir werden die Antworten gemeinsam finden. In letzter Zeit habe ich nichts als Fragen. Wovon sprichst du? Egal. Vergiss, was ich gesagt habe. Egal. Wie soll ich dich anleiten, wenn du nicht offen sprichst? Ich hatte mit Albträumen zu kämpfen. Darin wurde ich von einem Djinn gequält, bis ich panisch und schweißgebadet erwachte. In aller Mut hatte ich ihn fast vergessen. Aber als ich El'Huls tötete, spürte ich wieder seine Gegenwart. Und ich kann mich nur fragen, warum? Warum hier? Warum jetzt? Warum ich? Ein Meer an Fragen und keine Antworten. Ich wollte es dir sagen, aber... Du hattest Angst, ich würde dich für willensschwach halten. Wir sind nur so schwach, wie wir es uns selbst erlauben. Um eine Schwäche abzulegen, musst du das Nötige tun, um die Ursache des Schmerzes zu überwinden. Erlaubst du mir eine kurze Pause? Ich will eine alte Freundin aufsuchen. Nihal, ich erinnere mich. Sie ist dir wichtig, nicht wahr? Ja. Doch in unserem letzten Gespräch sagte ich ihr das Gegenteil. Und das verursacht Schmerz. Also los, heile diese Wunde. Du findest mich im Bruderschaftshaus in Kharbia, wenn es geklärt ist. In Kharbia. Da müssen wir eh hin. Ich habe keine Ahnung, wohin sie gegangen ist. Vielleicht nach Hause. Nach El'Anbar. Alter, plus 3 Fertigkeitspunkte. Tschüss, Alter. Kettenattentat. Töte nach einem Attentat einen zweiten nahen Gegner oder wirf ein Messer auf einen weiter entfernten, wenn Wurfmesser verfügbar sind. Oder ein zusätzliches Segment für unseren Ultra Instinct. Alle Wurfmesser, die Gegner treffen, können von ihren Leichen wieder aufgesammelt werden. Das ist fucking huge. Das ist huge. Weil die Wurfmesser sind broken. Boah, ich glaube, wir nehmen Messer wieder Beschaffung. Wobei, dass hier halt 2 Leute killen, ist halt auch geil. Kosten 3 Punkte und das hier auch 3 Punkte. Fuck. Ich glaube, wir nehmen die Wurfmesser wieder Beschaffung. So, was haben wir hier? Inventar. Da ist die Feder mit seinem Blut. Okay, nice. Hier waren wir, das haben wir alles. Ah, das haben wir nicht. Und hier gibt es Schmiede und Schneider. Da gehen wir danach hin. Thank you.
Oh. Die Wachen werden gut aufpassen. Sehr schön. Wir sind wieder unbekannt. Weise mir den Weg. Okay. Die Frage ist nur, wollen wir jetzt unsere Montur verbessern? Oder unser Schwert? Ich glaube, die Montur würde ich nehmen im Zweifelsfall. Bürger, seid gewarnt! Frieden, Zadik. Sei gegrüßt. Was hast du da? Bitte, sieh dich um. Man kann seine Rüstung immer verbessern. Oh, wir können gleich dreimal verbessern. Ein gutes Geschäft. Also auf drei. Sehr geil. Was, das? Ja. Ich gehe dann. Das war's. Bis dann. Ja. So, und wir wollten jetzt Al-Anbar? Da haben wir doch angefangen. Was habe ich gesagt? Ich habe gesagt... Ja. Ich hab's predicted. Es ist jedes Assassin's Creed so, dass du so nach ein paar Stunden Hauptmission wieder in dein Tutorial-Gebiet zurückkommst. Standard Assassin's Creed Move. Yalla! Yalla! Alter, 1100 Meter? Echt jetzt? Wollt ihr mich ficken, Alter? Ja! Oh, jetzt kann ich das nicht einsammeln, weil das scheiß Kamel im Weg ist. So. Was siehst du? Da oben ist der Aussichtspunkt. Okay, da gehen wir gleich hin. Und viel mehr ist hier nicht. Oder? Ganz schön hoch. Können wir klettern? Nein. Okay, das wird interessant hier. Können wir hier klettern, wo die Steine rausgucken? Nope.
Hä? Wie soll ich dann da hochkommen? Muss doch hier sein, oder? Hä? Was ist denn hier? Wow. Hat einfach keiner irgendwas mitbekommen. Was geht hier vor? Scheiße. Glückspilz. Wer du wirst, wer da macht. Also wenn einer hierher kommt, genau. Augenblick. Können wir den noch meucheln? Und die zwei fighten wir jetzt einfach so. Was machen die hier, Alter? Warum sind hier Hühner, Alter? Why are there chickens? Ach, jetzt kommt wieder hier diese Valhalla, diese Valhalla-Mechanik. Wo du die Vasen rumschleppen musst und dann irgendwelche brüchigen Wände zerstören. Ja, genau, okay. Echt jetzt? Sind das die Geräusche, die Hühner machen? Ich meine, gut, es sind ja auch arabische Hühner. Vielleicht klingen die anders. So. Imagine, die Hühner werden jetzt einfach verbrannt, Alter. Hätte schon irgendwie ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich frage mich, ob wir nachher oben beim Aussichtspunkt rauskommen, aber müssen wir eigentlich. Weil anders kommen wir ja da nicht hoch. What the fuck, Alter? Was geht denn hier? Was geht denn hier ab? Wir machen wieder Ultra Instinct. Let's go.
Dolch der Verborgenen. So, wir haben Paraden, fügen 25 mehr Verteidigungsschaden zu und Dolch der Verborgenen. Einen vergifteten Gegner im Nahkampf zu töten, schafft eine Giftwolke, die Gegner in der Nähe schadet. Was geil ist an sich, aber wir haben halt noch kein Gift. Deswegen bringt es mir jetzt natürlich nichts, den auszurüsten. So, was machen wir mit den beiden? Ich meine, die gucken beide von uns weg, oder? Hey, jetzt bezahlst du! So. Alter, liegt hier viel Kleingruß rum. So, Grabräuber. Ach, wir hätten auch das Netz da oben kaputt machen können, oder? Egal. Grabräuber sind wir jetzt auf jeden Fall auch noch. Geht's hier weiter? Können wir hier durch? Mitte? Wie Mitte? Was meinst du? Egal. Okay. Okay, ich glaube, hier kommen wir nach oben zu dem Aussichtspunkt. Alter, ich muss auf jeden Fall kurz aufs Klo. Ich wollte unbedingt noch diesen Aussichtspunkt erreichen, bevor ich aufs Klo gehe, aber irgendwann dachte ich mir, das reicht mir nicht mehr. So. Jetzt mal gucken, bevor wir da hochgehen. Was gab's hier unten noch? Ja, guck mal, weil hier war doch noch eine Tür. Da kommen wir nicht durch, okay. Hier ist eigentlich gar nichts mehr. Ach, hast du das hier gemeint? Mit Mitte einsammeln? Ich glaube, wir haben alles. Dann gehen wir jetzt hoch. Ey, Rufug, was hältst du davon, wenn wir Assassin's Creed durchgezockt haben, wenn wir noch einen Cyberpunk-Run machen? Das wär's, ja, weil dir das Spiel so gefallen hat. Dann würde ich nur für dich nochmal Cyberpunk zocken. Dein Lieblingsspiel. Alter, wo zum Fick bin ich? Nein, ich wollte da hoch, Mann. Ich dachte, wir kommen da oben raus, Alter. Wir sind ja komplett woanders. Fuck, Digga. Ach, Mann. Das geht nicht. Allein. Okay, dann lassen wir's. Ich muss da hoch, Alter. Wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch, Alter? Muss doch irgendwie gehen. Hier sind so Vorsprünge, aber ich komme da nicht hin. Warum komme ich da nicht hin? Muss irgendeinen Trick geben.
Oder war das... Ich meine, das hier sieht irgendwie so aus, als hätte es irgendeinen Sinn hier, aber... Hat es nicht. Hier, vielleicht. Nee. Oh, ich glaube, wir haben's. Yes, nice. Oh, ich muss unbedingt was essen nachher noch. Mein Frühstück war eine Tüte Popcorn, Alter. So, wichtiger Ort entdeckt. Was für ein wichtiger Ort? Das hier oder was? Ne, den haben wir ja schon. Jetzt gehen wir mal zum nächsten Aussicht. Ach, okay, das war der eigentliche Plan. Dass du normal erst zum Aussichtspunkt gehst und dann hier runter springst und jetzt hier unten alles erkundest. Wir haben es halt andersrum gemacht. Okay. Ja, Popcorn, Digga. Ich hab einfach eine Tüte Popcorn. Es gibt so. Das gibt's bei Kaufland. Popcorn. Süß, aber mit so einer Barbecue-Tabasco-Geschmacksnote. Also das ist mit Tabasco das Popcorn. Das ist jetzt nicht höllisch scharf. Aber es ist irgendwie mit so. Also süßes Popcorn und dann so. Ups. Dann so ein bisschen Tabasco drüber geballert. Aber unnormal geiles Zeug. Und da ich anfangen wollte zu streamen und nicht irgendwie Bock hatte, groß zu kochen, dachte ich mir, komm, ich fress einfach diese Tüte Popcorn zum Frühstück. Dachte, Sonntagmorgen, ich gönne mir erstmal was Gesundes. Und weil ich mir dann eh dachte, komm, jetzt habe ich schon so gesund gefrühstückt, jetzt kann ich auch noch was Gesundes zu mir nehmen, habe ich mir dann einfach direkt noch ein Monster aufgemacht. Ja! Ja, Sonntag ist Cheat Day, Digga, was soll ich dir sagen? Sonntag ist Cheat Day. Ich muss sagen,
unter der Woche lebe ich wirklich, wirklich, wirklich gesund, Alter. Also ich würde behaupten, gesünder wie 90% der Menschen. Also unter der Woche, wenn ich Urlaub habe, nicht, sage ich ehrlich, aber unter der Woche ziehe ich mir jeden Tag einen selbstgemachten Smoothie rein, 1 Liter. Und da packe ich halt, also nicht Smoothie mit Früchten, also auch, aber ich packe halt auch Gemüse mit rein. Das heißt, ich habe so To-Go-Becher und die kann ich auf meinen Mixer schrauben. Das heißt, ich kann direkt in dem To-Go-Becher, in diesem Plastikbecher, meinen Smoothie mixen und dann bombe ich da eine Tomate rein, eine halbe Gurke, bisschen was auch immer, Kurkuma oder so, irgendwelche gesunden Gewürze, eine Banane, einen Apfel, Himbeeren, was auch immer. Und ich nehme halt Gemüse mit rein, damit ich nicht so viel Zucker drin habe von dem ganzen Obst. Und das ist auf Arbeit mein Mittagessen. Einfach so eine kleine Vitaminbombe. Und das mache ich seit einem Jahr, jeden Tag. Aber nur, wenn ich arbeiten gehe. Daheim mache ich mir das nicht. Wenn ich daheim bin, dann gönne ich mir da auch mal eine Pause. So, wir haben noch einen wichtigen Ort entdeckt. Den hier oder was? Nee. Was entdecken wir denn die ganze Zeit? Hier ist doch nichts, Alter. Hier ist eine fucking Wüste, Alter. Vor uns kann sich nichts verstecken. Nee, hier ist einfach gar nichts. Ich glaube, hier müssen wir hin, da hinten. Leite mich in Kido. Irgendwas? Nee, oder? Nicht so aus. Aber da unten ist was. Da unten ist irgendein Eingang. Wow, 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 wow. Fucking Löwe oder was? Was hat hier gerade gebrüllt? Holy shit, was haben wir denn hier? Was mir gerade einfällt, hier ist eine Oase, nördliche Oase, und wir haben, wenn wir in unser Inventar schauen, hier ein Rätsel, ich glaube das war das hier. Ich werfe meine aufständische Klinge nieder und hinterlasse, was von meinem Leben verbleibt, nördlich der Oase in dem Dorf meiner Geburt. Mein altes Heim verschlingen die Wellen. Nördlich der Oase in dem Dorf meiner Geburt, mein altes Heim verschlingen die Wellen. Das heißt, nördlich der Oase wäre hier, in dem Dorf meiner Geburt, hier ist ja ein Dorf, und mein altes Heim verschlingen die Wellen. Wie man sieht, sind hier Häuser im Wasser. Das heißt, wir müssen hier hin. Hier ist die Lösung von diesem Rätsel. Das machen wir danach. Cool, sehr geil. Früher habe ich sowas immer gegoogelt irgendwie, weil ich keinen Bock hatte, das zu suchen, aber...
Ach, es ist schon cooler, sowas selber zu finden. Die Spinnenweben, Alter. Widerlich. Warte mal, wir haben doch... egal. Wir haben ja auch eine Fackel, fällt mir gerade auf. Aber hier wird es schon wieder heller. Was geht denn hier ab, Alter? Hä? Was haben wir denn jetzt hier entdeckt? Was ist das hier? Also ich schätze mal, wir schalten das irgendwie frei, dass diese Barrieren weggehen oder so. Okay. Dann habe ich keinen Bock wieder hier rauszulaufen, deswegen machen wir schön eine Schnellreise. Hier, guck mal, Ausrüstungstruhe. Das waren diese drei Schwerter, die wir gerade unter der Oase hatten, aber da kommen wir ja nicht ran, warum auch immer. Das heißt, wir gehen mal hier das Rätsel lösen. Da oben. Yalla! Yalla! Boah, ich war gestern einkaufen, gestern Abend. Alter, es war die Hölle. Ich gehe nie wieder Samstagabend einkaufen. Also Menschen grundsätzlich stressen mich schon mal. So, also ich bin wirklich tatsächlich am liebsten einfach daheim. Oder umgeben von guten Freunden. Ich bin auch kein Clubmensch irgendwie. Es ist mir einfach... Also wenn zu viele Menschen um mich rum sind, fühle ich mich unwohl. Ich mag das gar nicht. Und gestern Abend beim Einkaufen war genau das der Fall. Da waren einfach zu viele Menschen um mich rum. Das hat mich echt schon gestresst. Aber trotz allem habe ich erstmal für 250 Euro eingekauft. Und zwar nur Scheiße. Das ist so ein ja, nichts passiert. Also alles gut. Ich war einfach, aber es waren mir einfach zu viele Menschen ich war im Kaufland. Es waren mir einfach zu viele Menschen da. Aber das war so ein 250-Euro-Einkauf, wo du nur Müll kaufst und nach drei Tagen nichts mehr zu essen hast. Passiert mir so oft. Sei meine Augen, Guido. So, da haben wir eine Kiste, okay. Da haben wir eine Kiste. Da haben wir Wachen, aber die jucken mich eigentlich nicht. Du bist unerwünscht. Hey. Als Maus. Wer ist jetzt unerwünscht? Hey, was? Was? Koste den Tod!
Aua. Was haben die gegen mich? Warum darf ich hier nicht sein? So. Also wir müssen nach oben. Das Rätsel war ja irgendwie, mein altes Heim verschlingen die Wellen, sogar die Kuppel. Sogar... Alter, was für eine laute Katze, Digga. Sogar die Kuppel, das heißt... Guck mal, hier ist eine Kuppel. Oder eine Kuppel ist doch so ein rundes Dach. Das heißt, ich gehe mal stark davon aus, dass hier irgendwas ist. Ah! Fuck yes! Ohne Google, ohne alles. The Young God, Alter. Alles Mann des Aufständischen. Und ich hoffe mal... Und das Rätsel verschwindet, sehr gut. Weil hätten wir jetzt das Rätsel gelöst und ich hätte immer noch diesen Brief hier, dann wäre das super stressig geworden, weil du keinen Überblick hast, welche Rätsel habe ich schon gemacht und welche nicht. Aber dieser Brief hier ist jetzt weg. Das heißt, die Rätsel, die wir hier noch drin haben, sind auch die, die wir noch machen müssen. Sehr gut, gut gelöst. So, Talisman des Aufständischen. Und ich nehme an... Ach, der hängt hinten an unserem Rücken. Einfach nur ein Cosmetic, oder? Cool. Ach, da hängt er. Okay. Nice. So, dann können wir jetzt... Oh, was haben wir hier? Geschichte aus Bagdad. Cool. Aber bitte nicht wieder so ein finde drei Buchseiten, die du nicht auf der Map markiert hast. Brauche ich nicht nochmal. Salam alaikum. Was glotzt du so, hm? Es klingt, als bräuchtest du Hilfe. Ich würde sie nicht abweisen. Dann biete ich sie dir an. Was ist denn los? Dieses Haus hat meiner Mutter gehört. Darin befindet sich ein sehr wertvolles Objekt. Ein Schatz, könnte man sagen. Ein Schatz? Plötzlich ist er ganz Ohr. Schätze faszinieren mich, erfüllen aber nicht mein Herz. Und auch nicht meine Ohren. Wie dem auch sei. Finde ich keinen Weg hinein, ist der Schatz für immer verloren. Als Kind war ich ein richtiger Schatzjäger. Jetzt ist ein guter Moment, das wieder aufzugreifen. Gegen Bezahlung? So sei es. Nachdem es erledigt ist. Wo genau finde ich diesen Schatz? Meine Mutter, Töpferin von Beruf, hat ihn in einer blau glasierten Amphore versteckt. Blau glasiert? Das allein würde ja schon ausreichen. Nach ihrem Tod... Was ist eine Amphore? ...trauerte ich sehr. Und schaffte es nicht, das Haus zu betreten und mein Geburtsrecht einzufordern. Bei meiner Rückkehr war es dann abgesackt. Bitte, bring mir, was mein ist. Dein Geburtsrecht soll gewahrt werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da reintauchen müssen. So, hier ist zu, okay. Ja. I knew it. Ich hatte Feuchtigkeit den Schatz nicht beschädigt. Ja.
Hast du die Amphore gefunden? Nope. Versuch noch rauszufinden, was eine Amphore ist. Eine Vase. Das ist eine Amphore. Um sie zu öffnen, müsste man sie zerbrechen. Was immer auch darin ist, muss sehr wertvoll sein. Die schöne Arbeit deiner Mutter. Und seit wann erachtet man einen Klumpen Kupfer als großen Schatz? So zeigt sich deine Unwissenheit. Mit diesem Kupfer mache ich hunderte glasierte Vasen. Hier ist dein Lohn. Und noch etwas mehr, weil du nicht mit meinem Schatz davongelaufen bist, als du die Gelegenheit hattest. Ja, wir sind Good Guy. Karma. Fucking Karma. Geh auf Erkundungsflug. Also das war auf jeden Fall cooler, wie diese drei Papierblätter zu suchen das letzte Mal. Das hat mich richtig getriggert. So, haben wir hier noch irgendwas? Nein, 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 nein. So, das heißt, wir gehen jetzt endlich mal hier zu Nihal.